Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can ignore. I'm not getting what I came here for. So, nach der Autofahrt, die ihr gerade schon gesehen habt, sind wir jetzt hier angekommen am Kulkowitzer See zum Leipziger Triathlon. Wir sind hier mit die Ersten gewesen. Maja isst gerade noch was, gehen wir gleich nochmal hin. Und dann schauen wir mal, wann unsere Athleten von der K-Sports World alle so eintrudeln und mal schauen, ob wir die alle eingefangen bekommen. Ja, viel Spaß und bis gleich. Am Kulkwitzer See und starten hier heute, oder ich starte heute beim Triathlon über die olympische Distanz. Genau, schönes Trainingsrennen nochmal vor meiner Langdistanz dann im September. Genau, bestes Wetter, bin schon eingecheckt und ja, jetzt gilt es nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und dann hoffen wir auf ein schönes Rennen. So, Daniel ist da. Bis dann. Ja, Sportfreunde, hallihallo, ich grüße euch. Also heute am Kulkwitzer See, unglaublich 21 Grad warme Wassertemperatur. Die Leipziger haben wieder günstig gemessen. Wir dürfen mit Neo schwimmen. Ja, Leipziger Triathlon, olympische Distanz mit Startpass. Das ist mein zweiter Wettkampf dieses Jahr und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es einfach mal wieder richtig genial, unter gleich vielen gleichbeglückten Triathleten zu sein, weil es ganz einfach cool ist, einfach mal wieder die gleichen Sportgesinnten hier zu treffen. Es sind viele Jena da, auch viele von der Sports World. Das freut mich, dass wir uns hier ein bisschen zusammentreffen. Verrücktes Startprozedere heute. Wir starten in Wellen, eine Minute Abstand, immer 25 Mann. Das wird relativ spannend für die, die ganz vorne sind. Naja, entsprechend großer Druck. Ich freue mich eigentlich, einen zweiten Wettkampf dieses Jahr gemacht zu haben oder jetzt vor mir zu haben. Hab nicht weniger trainiert als im letzten Jahr, qualitativ immer ganz gut. Und was ist das Ziel eigentlich heute? Ja, normalerweise habe ich mit Leipzig immer so eine kleine persönliche Rechnung offen. Das ist so das Ziel, eine 2 Stunden 30 auf eine olympische Distanz zu schaffen. Das ist aber immer so eine Sache, bei mir hängt es halt am Laufen. Der eine oder andere hat natürlich seine Stärke im Schwimmen. Vielleicht kommt mir heute wieder das Neoschwimmen entgegen, dass ich da ein bisschen Zeit rausholen kann. Radstrecke ist cool, die ist halt schön flach. Für die, die halt Berge fahren, trainieren können wie in Jena, tolle Sache. Da können wir mal ein bisschen was rausholen. Und ja, ich bin gespannt. Eigentlich geht es so ein bisschen darum, Wettkampffeeling zu kriegen. Mal schauen, ob man mehr Leute in den vorhergehenden Wellen einholt, als von hinten aufrücken. Ich bin 8. Welle von 54. Letztes Ergebnis vor 2 Jahren, knapp über 2 Stunden 30. Ich glaube, 58 oder 59 Sekunden wäre an der Schallmauer zur 2:30 olympisch. Mal sehen, wie es läuft. Ich freue mich, überall einen Haufen Triathleten, überall Bekloppte ich mittendrin. Geile Sache in dem Sinn. Ja, auf die Saison 2021. Ja gut, also was machen wir denn heute? Wir machen heute einen Leipziger Triathlon. Das erste Mal die olympische Distanz. Zweimal habe ich bisher schon den Sprint gemacht, den kurzen, 2018, 2019. 20 war ja durch Corona nicht möglich und 21 jetzt mal die olympische. Als Vorbereitung auf Frankfurt, was dann in 3 Wochen stattfindet, der Ironman in Frankfurt. Und einfach um nochmal eine Vorbelastung zu haben, nochmal alles durchzumachen, was die Wechsel angeht. Macht Sinn, ja nochmal den Olympischen zu machen in Leipzig. Und ja, Konrad hat ja schon gesagt, wenn man heute erfolgreich ist, dann hat er was falsch gemacht. Ja, weil so schnell darf man eigentlich gar nicht sein, weil man ja auf die Langdistanz trainiert hat. Ja, was nehme ich mir vor? Also gutes Rennen, sage ich jetzt mal, gut durchkommen. Gerade hinten beim Laufen will ich richtig einen draufsetzen. Ordentliche Pace, da will ich mich gut fühlen, das ist mir wichtig. Platzierung ist eigentlich egal. Also, einfach ein gutes Rennen machen und nochmal alles durch mit einem guten Gefühl dann
in die letzten drei Wochen gehen für Frankfurt. Einfach Spaß haben, das ist heute, glaube ich, wichtig. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass die Maya ja auch noch mit am Start ist, aus KS Sports World Sicht. Da drüben ist sie. Hier, genau. Ja. Weißt genau. Du, was hast du dir vorgenommen? Hast du ja, ich habe schon erzählt vorhin, schon erzählt. Ich habe das auch als Vorbereitungsrennen Sieg. Hier. Als Vorbereitungsrennen für die Langdistanz. Warte, ich komme runter. Genau. Ich komm auch mal mit runter hier. Genau. Also wir melden uns dann einfach nach dem Wettkampf wieder wahrscheinlich. Genau, wie es gelaufen ist. Gucken wir mal, wie es gelaufen aber ist. Genau, wir dann schauen, wie es läuft. Ja, genau. Läuft schon, ja. Maya ist schon länger am Ziel. Würde ich sagen, hast du schon. Ja, wir sind jetzt beide im Ziel, aber ich bin ja auch eher gestartet. Ich bin ein paar Startwellen eher gestartet als Köpsi. Ja, Schwimmen lief ziemlich gut, als ich dann reinkam, zumindest gefühlt. Neo war ja heute erlaubt. Genau, dann ging es aufs Rad. Das war brutal hart bei mir. Es waren 4 Runden zu bewältigen. Und meine Waden waren einfach schon spürbar, deutlich spürbar. Genau. Aufs Laufen habe ich mich dann eigentlich gefreut, weil ich das normalerweise ganz gut kann. Ich denke, das habe ich auch ganz gut umsetzen können, aber es war extrem hart und extrem schwer. Aber ich glaube, ich bin mental dann über meine Grenzen gegangen und konnte doch wieder ein bisschen Tempo wenigstens aufnehmen. Und so langsam kann es dann doch, glaube ich, gar nicht gewesen sein. Ich glaube, bei der Tour haben sie mal gesagt, der kann übelst tief gehen. Also bist du übelst tief gegangen? Ich bin übelst tief gegangen, sozusagen. Und genau dann habe ich Yvonne van Vleck noch an der Strecke stehen sehen. Die sagte dann nur, ach, die läuft auch schön. Und das war das ist natürlich eine Motivation. Ein Kompliment. Das hat mich motiviert. Und ja, ich habe gekämpft und mit einer Endzeit jetzt von 2:10 und ein bisschen was bin ich super zufrieden. Genau. Köpsi war. Weißt aber noch nicht, welche Platzierung. Zweite tatsächlich sogar. Zweite Frau? Ja, und die erste ist auch, ich glaube, 3 oder 4 Stadtwellen eher gestartet. Also sie hatte 96er Stadtnummer. Also mal schauen. Ich denke, Platz 2 ist auf jeden Fall, wenn das inoffiziell stimmt, eine ganz, ganz schöne Geschichte. Das kann ich leider nicht vorweisen. Vielleicht in der Altersklasse 40, das weiß ich nicht. Naja gut, aber du hast auch ein starkes Rennen abgeliefert. Oh, okay, ja, also Schwimmen. Erzähl. Ich hatte im Fahrplan 24 Minuten Schwimmen, 1:05 Radfahren, 38 Laufen wollte ich. Es war 23 Schwimmen, 1:01 Radfahren und ich glaube 37 Laufen. Oh, oder so. Stark. Also alles in allem ganz gut, war ich zufrieden, aber ich habe Maya nicht gekriegt. Aber insgeheim wollte ich zumindest schneller sein als Maya. Das war, ich glaube, das war ein Ansporn für mich. Ja. Das war echt ein Ansporn. Aber es hat Spaß gemacht, das erste Rennen für mich seit Herbst 2019. Und es war mal wieder cool, das Race-Feeling. Ich hatte, glaube ich, auch fast die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht. Außer wo es mal kurz beim Laufen wehgetan hat, in der zweiten Runde. Nee, nur lachen, dann macht man ja was falsch im Wettkampf. Stimmt. Gut, aber ansonsten, glaube ich, konnten wir die Ziele des Trainers erreichen. Wir waren jetzt nicht überperformt, aber war okay. Ja, also ich denke schon, dass wir zufrieden sein können. Und das Wetter hat auch ziemlich gut mitgespielt. Das stimmt, war schon ein Wettkampf. Wir schwitzen beide gut. Genau. Ja, dann sehen wir uns. Also ich bin in Rot in Frankfurt in 3 Wochen und du bist in Frankfurt in 1 Woche. Genau. Ein bisschen kürzer, ne? Ich bin in Frankfurt auf der Mitteldistanz unterwegs in 1 Woche und dann... Ich auf der langen in 3 Wochen. Dann bis dahin. Wir trinken jetzt was. Gute Regeneration. Ciao.